Marcel Aha war Achalte China, das hat er gerade eindrucksvoll bewiesen. Und unser Thema ist Ausbildung des Reitbegleithundes. Ich bin hier im Namen der Uelzener Versicherung und die sitzen an der Quelle, wenn es um Unfälle geht. Und wir wissen alle, Reiten ist ein risikoreicher Sport. Und wenn dann noch ein zweites Lebewesen dazukommt, das man auch noch kontrollieren muss, möglichst, dann kann es zu kritischen Situationen kommen. Und Sie sehen jetzt hier den Garamat. Sie können sich vorstellen, wenn der draußen im Wallon kommt und man hat dann noch so einen Hund an der Leine möglicherweise noch dabei. Ja, also seine Phobie sind Trecker mit vielen Anhängern. Und es ist nicht so, dass er wirklich komplett unkontrolliert ist oder dass er buckelt oder dass er durchgeht oder so. Das macht er alles nicht. Aber er bekommt sehr schnelle Füße und zappelt und tanzt ein bisschen auf der Stelle. Und wenn man dann einen Hund an der Leine hat, der nicht unter Kontrolle ist und sich denkt, Mensch, das ist übrigens Flux, über den erzähle ich gleich noch was. Mutti hat das Pferd überhaupt nicht im Griff. Ich glaube, ich gehe da mal helfen. Ich beiß mal in die Fesseln, ich rase aus dem Rum. Ich klemme das Pferd dran, dann ist das nicht gerade hilfreich. Und deswegen muss man einfach so ein paar Strategien entwickeln, um diese Situation irgendwie zu managen. Und man braucht entweder, im Idealfall natürlich beides, aber entweder einen Hund, der bombensicher ist, oder ein Pferd, das wirklich bombensicher ist. Das Pferd, das bombensicher ist, habe ich im Moment nicht. Wie gesagt, er ist eigentlich nicht unberechenbar oder so, aber schwierig zu handeln in manchen Situationen und eine Gefahr für den Hund. Und deswegen ist es wichtig, dass der Hund so ein paar Grundkommandos beherrscht, zusätzlich zu allen anderen, die man als Reitbegleithund einfach beherrschen muss. Lauf rechts, lauf links, lauf dicht, vorne, hinten, geh rückwärts, ist, glaube ich, die Schlüssellektion, dass der Hund bleibt, wo er ist. Dass man also, wenn man ein Pferd hat, wie Garamat, jetzt bleibst du stehen, dass er zappelig wird und dass die volle Konzentration braucht, dass man dann nicht noch einen Hund hat, nachdem man gucken muss, den man rufen muss, den man möglicherweise an der Leine noch um das Pferd kreiseln hat. Ja, das sind Momente, die möchte man nicht erleben. Sondern dann muss man einen Hund haben und sagen kann, oh, leg dich dahin, beweg dich nicht vom Fleck. Ich sag dir Bescheid, wenn Garamat und ich fertig sind und dann geht's weiter. Und der Asin, der kann das schon. Der ist wirklich super. Asin ist der Schwarze, das ist ein belgischer Schäferhund. Und das ist eine solche Erleichterung. Ja, egal in welcher Situation, ich kann ihn ablegen, ich kann sagen, du bleibst und ich kann mich um das Pferd kümmern. Und es ist nicht so, dass der sagt, okay, sie ist beschäftigt, ich gehe mal gucken, wo hier die Rehe wohnen oder so. Sondern ich weiß, wenn ich fertig bin mit Garamat und wir uns wieder gesammelt haben, dann liegt der noch an Ort und Stelle und ich kann sagen, das hast du super gemacht und weiter geht's. Und diese Lektion wollte ich einfach mal rausgreifen und Ihnen so ein bisschen was zeigen. Ich nehme aber erstmal den Asin, solange Garamat so zappelig ist. Ich finde das lieber. Und der Flux, der Kleine da hinten, das ist ein Mini-Aussie, der ist jetzt 10 Monate alt. Der ist sehr ungeduldig, er möchte auch so furchtbar gerne mitmachen und quietscht leider manchmal so ein bisschen rum. Aber lieber habe ich das Quietschproblem, als dass ich einen Hund habe, der jetzt im Tiefschlaf liegt und sagt, Mensch, hoffentlich vergisst du mich hier. Also so ist es mir schon lieber. So, Asin, komm mal her. Komm mal dicht. So, ich habe für das Pferd und für Alltagssituationen habe ich nicht das Kommando bei Fuß. Ja? Das wäre jetzt hier super, ja, wie so ein Trick aufgebaut. Der Hund muss sich anschauen, der darf seinen Fokus nicht rechts und nicht links haben, sondern ich habe das Kommando dicht, weil ich möchte natürlich am Pferd keinen Hund, der bei Fuß geht. Ja, der soll ja nicht mich anglotzen, sondern der soll die Gesamtsituation schon im Auge haben. Der soll nur im unmittelbaren Einflussbereich bleiben und nicht sich um das Pferd und das Feuerbein rumschlingen und mich anstarren. Also das kann man jetzt irgendwie nicht gebrauchen. Und im Alltag halt auch. Ne? Wenn ich in einer kritischen Situation irgendwo vorbeigehe, dann nützt es nichts, wenn ich sage, Mensch, jetzt geh doch mal bei Fuß, dann versaue ich mir nur das Kommando. Dann sage ich dicht, im Einflussbereich bleiben. Und dieses bei Fuß, das ist auch ein Trick. Und das ist halt wirklich für Sport und Spiel und ja, für Training halt. Ne? Also ich habe das dicht. Und wenn ich jetzt möchte, dass das
Tier stehen bleibt, der Hund, sage ich einfach nur Assi, halt! Ja, dann bleibt Assi stehen und ich kann mit dem Pferd weiter und ich kann weiter reden und das Pferd kann sich bewegen und er steht und steht und steht, bis ich sage, dass er jetzt wieder weiter darf. Wenn ich jetzt das Kommando auflöse und sage, okay, ja, dann erst bewegt er sich wieder, hast du gut gemacht. Es ist Ihnen vielleicht aufgefallen, dass ich keine Sichtzeichen gegeben habe, dass ich jetzt nicht gesagt habe, halt, ja, und ihm zeige, halt, 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 ja, mit der Stopphand. Das ist etwas, was man automatisch tut, normalerweise brav, okay, okay. Und was für den Hund viel, viel einfacher ist, als ein verbal gesprochenes Kommando. Bei so einem Pferd können Sie sich aber vorstellen, dass das manchmal von Vorteil ist, wenn man beide Hände am Zügel hat. Und deswegen sollte der Hund, jetzt wollen wir nicht noch schneller gerammert, sollte der Hund möglichst wissen, was das verbal gesprochene Kommando bedeutet. Lass ihn kommen. Und nicht nur auf Handzeichen warten. Weil ich sitze auf dem Pferd, ich bin auch im beweglichen Untergrund. Meine Körpersprache ist, je blöder die Situation ist und je dringender ich brauche, dass der Hund gehorcht, desto unklarer wird wahrscheinlich meine Körpersprache sein und dann verwirre ich den Hund. Deswegen gewöhne ich ihn von Anfang an daran, dass er meine Körpersprache möglichst nicht braucht. Das muss man immer wieder üben. Assi, Sitz. Ja, dass ich ihm nichts zeige, sondern dass ich einfach nur rede. Okay, komm. Also leider. Nein. Und komm. Komm. Sei. Also spin. Spin. Hat falsch verstanden. Komm hier. Ich wollte eigentlich, dass er sich dreht. Psst. Halt. Jetzt ist er verwirrt und sagt, ich weiß nicht, was. Also drehen, spinnen ist eine ganz einfache Übung für uns. Und das ist gar nicht so schlecht, dass er es jetzt nicht gemacht hat. Denn ich kann Ihnen jetzt nochmal erzählen, upsala, das ist mir jetzt runtergefallen, sehr schön, dass es zwei Dinge gibt, die man komplett unterschiedlich behandeln muss. Er hat jetzt dieses Spin. Hat er falsch gemacht, er hat es falsch verstanden, er hat mich dann angeklärt, natürlich, ich weiß nicht, was soll ich machen, keine Ahnung, ich bin aufgeregt, ich bin verwirrt und wenn ich jetzt reagiere und sage, hier, meine Güte, Spin, das kannst du seit 10 Jahren, na gut, so alt ist er noch nicht, aber das kannst du schon seit ewig, das ist Pipi, einfach jetzt mach es doch mal und ich wiederhole es und wiederhole es und wiederhole es und immer so mit dem Untertitel, meine Güte, du Depp, ja, wieso kannst du das jetzt nicht, das kommt so bei dem Hund an, es ist so, er möchte es, aber er kann es nicht. Egal wie einfach das ist, der Hund hat gerade einen Knoten im Kopf und er kann einfach nicht. Und da muss ich ihm einfach helfen. Ja? Da muss ich einen Schritt zurück, auch wenn ich denke, ah oh Mann, wieso kriegt er das jetzt nicht hin? Egal. Ich mache halt ein nettes Gesicht, ich sage mir, okay, er versucht es ja. Aber eine ganz andere Situation wäre es, wenn er jetzt nicht, also wir versuchen das nochmal, schau mal. Also jetzt spin. Ah, sehr schön. Spin. Nein. Spin. Sehr schön. Eine ganz andere Situation wäre es, wenn ich ihm jetzt ein Kommando gebe und er sich denkt, oh naja, kannst nicht meinen, ich gehe da hinten schnüffeln. Ich habe jetzt gerade keine Lust dazu. Das wäre etwas ganz anderes, ja? Also diese Unterscheidung zwischen Flux, können und nicht wollen oder wollen, aber nicht können, ist elementar, ja? Ein Hund, der will, ist das, was wir brauchen. Egal, wie viele Fehler der macht, das ist völlig wurscht. Fehler kann er machen. Das ist überhaupt kein Problem. Das kriegt man immer hin, indem man Schritte zurückgeht, indem man sich überlegt, wie entwickle ich das? Wie kann ich dem Hund begreiflich machen, was ich möchte? Muss ich meine Belohnungsstrategie verändern? Egal, da gibt es so viele Schrauben, an denen man drehen kann. Aber etwas ganz anderes ist es, wenn ich einen Hund habe, der zwar könnte, aber nicht will. Ja? Und dann nützen einem auch diese ganzen Tricks, diese ganzen Dinge, die man ihm beigebracht hat, die nützen nichts, wenn sie nicht abrufbar sind. Assi, komm mal her. Fein. So, angenommen, Assi wäre jetzt nicht gekommen. Ich hätte den gerufen und er wäre nicht gekommen. Dann hätte er entschieden, okay, da hinten, die Pferdeäppel sind interessanter als Frauchen. Eine ganz gängige Methode ist, die Bauchtasche aufzumachen und zu sagen, oh, guck doch mal
Hund, schau mal hier, ich habe das Klingelchen, willst du nicht mal kommen? Ja? Und der Hund sagt, lass mal sehen. Okay, jetzt steht da nicht nur Frauchen, sondern sind Keks rausgeholt. Möglicherweise ist sie jetzt doch interessanter als der Pferdehaufen. Und dann kommt er, vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Ja? Also das ist so eine Abwägung. Aber nehmen wir mal an, er kommt, holt sich sein Leckerchen ab und ich denke mir, oh super, das habe ich jetzt ganz positiv gelöst. Klasse, der Hund hat gehorcht. Alles bestens. Und das ist natürlich leider nicht so richtig, nicht so richtig real. Weil der Hund hat eine Abwägung vorgenommen. Und je größer der Reiz ist, an dem er gerade dran ist, desto schlechtere Karten habe ich. Also der Hund muss verstehen, ein Kommando ist ein Kommando. Und das wird befolgt. Wenn er jetzt nicht kann, wenn er es nicht hört, wenn er nicht weiß, das ist alles nicht schlimm, aber er muss mich angucken. Ich muss seine Aufmerksamkeit haben. Wenn er jetzt da steht und sagt so, hä? Ne? Dann ist es was anderes. Dann muss ich ihm sagen, ich wollte, dass du kommst, ich erkläre es dir nochmal. Aber wenn er da steht und denkt, also hör zu, so interessant bist du jetzt auch nicht, nein, das ist schöner, dann würde ich hingehen und würde die Vorzeichen umdrehen. Und das ist ganz wichtig und das hilft unglaublich bei Hunden, die, wo der Grundgehorsam nicht stimmt. Ja? Wenn der da hinten etwas hat, was ihn interessiert, dann gehe ich hin und mache ihm das so ein bisschen madig. Ja? Das ist je nach Hund ein bisschen mehr und ein bisschen weniger. Also Flux zum Beispiel ist ein ganz sensibler, kleiner, freundlicher Hund mit einem riesigen Will to Please. Da reicht ganz wenig. Da reicht es, wenn ich sage, also hör mal. Ja? Dann dreht er sich zu mir um und sagt, oh mein Gott, was bitte? Und dann kann ich sagen, komm. Ja, dann ist plötzlich das Kommando die bessere Alternative. Ja, verstehen Sie, vorher war es so, dass ich mit meinem Kommando die schlechtere Alternative war. Flux, es reicht jetzt mal, dass ich die schlechtere Alternative war. Da hinten war es interessant zu schnüffeln. Ich habe gesagt, komm, der denkt sich auch, naja, ich weiß nicht. So, dann gehe ich da hin und schimpfe mit ihm oder stampfe auf. Ich schimpfe niemals das Kommando, niemals. Ich kann mir alles überlegen, was ich schon immer mal in den Kopf schmeißen wollte. Das kann ich alles machen. Aber ich darf nicht das Kommando schimpfen. So, ich schimpfe und erschrecke ihn so ein bisschen, bin ärgerlich. Der Hund dreht sich um und sagt, ups, was ist denn jetzt mit der los? Ja? Und in dem Moment, das ist mein goldener Moment, da stelle ich mich hin, lächle ihn an und sage, komm, ja? Und dann sagt er, oh ja, komm, ist eine gute Alternative, das mache ich jetzt. Und wenn ich das konsequent durchziehe, dann werde ich ganz, ganz schnell einen Hund haben, der relativ zuverlässig gehorcht. Also das ist tatsächlich so, dass das meiner Ansicht nach die einzige Methode ist, die wirkt. Und dann kann ich ihn auch belohnen, weil dann habe ich ihn nicht bestochen. Ja? Das ist der Unterschied. Ich belohne ihn für etwas, was er getan hat, für ein Kommando, das er befolgt hat und sage nicht, oh, du willst jetzt gerade nicht kommen, warte mal, ich habe hier was Schönes, schau hier. So, das war mir ganz wichtig. Ich komme jetzt nochmal zurück zu den Elementen für einen Reitbegleithund. Erstmal hier Leckerchen. Ja? Ich habe Kekse in der Hand, da könnte man sich denken, okay, drin. Klar, der Hund geht jetzt nicht bei Fuß, der geht bei Keks, gibt der Keks ab, gibt der Hund auch ab. So. Ich finde es in dieser Umgebung gar nicht so schlecht, wenn der Hund viel am Essen arbeitet und viel Essen bekommt, weil es ist wahnsinnig schwer für die Hunde. Auf der einen Seite rede ich die ganze Zeit, zwischendrin rede ich mal wieder mit den Hunden und er muss immer unterscheiden, bin ich jetzt gemeint, bin ich nicht gemeint. Deswegen hänge ich den ganz gern ans Futter, dass er weiß, ja, okay, das ist alles in Ordnung. Aber Voraussetzung dafür, Garamat, dass er mit Futter vor der Nase arbeitet, ist, dass er weiß, das Kommando steht über dem Keks. Ja? Wenn ich den jetzt hier an den Keks nehme und sage, also den Fuß, ja? Dreht er sich vom Keks weg und ist bei Fuß. Schau hier. Und Fuß. Brav. Ja, wenn ich den jetzt mitnehme am Keks und sage, Assi, go back, go back, go back, go back. Fein, okay. Ja, da muss der sich lösen vom Keks. Ja, der muss also nicht abschalten und sagen, boah, lecker, da laufe ich jetzt hinterher, egal was sie sagt, sondern er muss trotzdem wach bleiben. Klips und go back. Go back, go back, verbeug dich. Ups, verbeug dich. Fuß, drehen. Sitz. So, und noch eine Sache. Die zeige ich auch gleich nochmal mit dem Flux. Aber wenn man diese Dinge anfängt, diese Sachen auf Distanz, ist es ganz wichtig, den Hund dort zu belohnen, wo ich das Kommando gegeben habe. Brav. Weil, wenn ich das nicht mache, sitz,
und ich auf Distanz bin und sage, oh super, okay, ja? Dann sehen Sie, der Schwerpunkt ist nicht das Sitzen, sondern der Schwerpunkt ist das auf mich zurennen. Und das ist dann dieses Gummiband, das ich kreiere. Und der Hund wird dann in dem Moment, wo er denkt, jetzt habe ich aber schon sehr lange gesessen, ich war ziemlich gut heute, wird er die Tendenz haben, zu mir zu laufen. Wenn ich aber gerade am Anfang den Hund immer dort belohne, wo er das Element zeigt, dann ist die Tendenz größer, dass er sitzen bleibt. Genauso ist es, wenn ich ihn go back, rückwärts schicke und die Belohnung hinter ihm werfe. Boah, er hat sie tatsächlich schon gefunden, super. Dann ist es so, dass er mehr bereit ist, die Distanz zu vergrößern, als wenn ich ihn immer zu mir rufe, zum Belohnen. So, jetzt hole ich mir mal den nervenden Flux, damit er mal aufhört zu quietschen. So, wir wechseln mal. Also ihm geht ab. Super. Und Flux. Jawohl. Also wie gesagt, Flux ist 10 Monate. So. Und der ist gerade erst bei den Anfängen. Also, wir versuchen das jetzt mal. Jawohl, wir sind ein Flummi und Sitz, Flux. Sitz, Sitz, super, Sitz. Klasse, ja? Den belohne ich wirklich vor Ort. Und was ich bei ihm auch mache, was ich bei ihm schon, bei Asin schon lange nicht mehr muss, ist zu überlegen, wo liegt der Schwerpunkt. Und bei Elementen, wo der Hund bleiben soll, liegt der Schwerpunkt in der Ruhe und in dem Bleiben und nicht im Kommen. Das heißt, Sitz. Ich belohne zwischendrin Sitz, 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 Klux, Sitz. Ich gebe das Leckerchen in dem Moment, wo er, wo er dieses Element zeigt. Ja? Das ist ein ganz großer Unterschied. Ich belohne nicht das Ende der Übung, sondern ich mache ihm die Übung selbst, diese Bleibübung selbst, mache ich ihm schön. Und ich bin auf der einen Seite bei ihm, indem ich ihm sage, als Flux, leider, leider, ah, leider, ah. Und jetzt verändert die Stimme und sagt, ja, okay, super, das war klasse. Ja, also das kann man, viele machen das mit Klicker. Also es gibt den Doppelklick und den einfachen Klick. Einfacher Klick bedeutet super, mach weiter. Doppelklick heißt, war klasse, gibt es jetzt Essen. Ich bin nicht so ein Klicker-Freund, so ein großer Klicker-Freund. Ich mache das wirklich lieber persönlich und mit Stimme. Wenn ich also möchte, dass der Hund ruhig bleibt, an dem Platz bleibt, wo er ist, dann mache ich das mit ganz sanfter, langsamer, leiser Stimme. Das heißt, ich bleibe, es ist alles toll, ich bleibe, es ist alles toll. Okay, und dann löse ich das auf mit einem Okay oder mit einem anderen Kommando. Also, wie gesagt, ganz wichtig, wenn man das anfängt, kurz nicht in meine Tasche hüpfen. So, Sitz, 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 toll, Sitz, 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 super, klasse, Sitz. Okay, ja, und das Ende mache ich ganz unspektakulär. Also wenn er fertig ist mit der Übung, dann lege ich da keinen Schwerpunkt drauf. Wenn ich jetzt jedes Mal, wenn er aus so einer ruhigen Bleibübung kommt, sage, juhu, du bist fertig, ja, dann springt er auf und weiß im Grunde genommen gar nicht mehr so ganz genau, wofür ich ihn eigentlich belohnt habe. Und wenn ich Pech habe, bleibt das, juhu, ich bin fertig, bleibt dann hängen. So, Flux, wir wollen mal gucken, wie weit wir jetzt schon sind. Schau mal, dicht, ja, dicht, dicht, dicht. Boah, super, dicht, 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 leider. Leider. Yeah, leider. Super. Leider. Super. Und dicht. Super. Sitz. Oi, bist du cool. Sitz. Sitz. Super. Sitz. Toll. Toll. Dicht. Dicht. Spin. Ja, super. Klasse.
Dicht. Dicht. Klaps. Halt. Super. Rutsch. Durch. Und durch. Und durch. Und links. Fuß. Halt. Super. Ja, also diese kleinen Übungen sind natürlich für den Reitbegleithund völlig überflüssig, ist klar. Aber sie helfen natürlich ungemein, um das Verhältnis zum Menschen ein bisschen zu verbessern. Wir sind schon fast dran mit der Zeit. Ich steige jetzt aber trotzdem noch mal kurz auf. Fuchsi, gehst du mal? Nein, ich gehe nicht. Das dachte ich mir schon. Holst du ihn mal? Jawohl. Und dann zeige ich das noch mal ganz kurz von oben. Und es ist halt so, im Grunde genommen ist es von oben nichts anderes als von unten. Und doch ist es komplett anders, weil die meisten Hunde wissen ganz genau, wenn die erstmal da oben drauf sitzt, kommt die so schnell auch nicht wieder runter. Und das dauert ein, zwei Tage, dann hat der Hund begriffen, ach naja, die sitzt da oben drauf, dann schimpft sie zwar ein bisschen, wenn ich nicht gehorche, aber ansonsten passiert gar nichts. Deswegen muss man den Grundgehorsam relativ gut abgesichert haben, bevor man aufsteigt. Ich habe die Reitkappe schon auf, danke Asi. Brauchen Sie nicht mehr? Schau, sie ist schon auf meinem Kopf. So. Und das ist einfach, man kann das prima mit dem Fahrrad üben, aber das Wichtigste ist, dass man schaut, wenn man zu Fuß unterwegs ist, man übt sich ganz, ganz oft selber in die Tasche. Ne? Man ruft den Hund, der Hund gehorcht nicht, wird man stehen gehabt. Mal gucken, ob ich hier noch aufs Pferd draufkomme. Der Hund gehorcht nicht, man greift mal kurz ins Halsband und sagt, ach komm mal hierher. Ne? Dann ist die Situation schon wieder vorbei. Ich glaube, jetzt kommt schon das nächste Pferd. Ich würde so gerne mal. Kannst du ihn mal irgendwie halten? Nee, kannst du nicht, ne? Garamat. Der ist heute unheimlich nervös. Ich weiß gar nicht warum. Wir waren hier gestern auch schon drin. Halt. So. Jetzt bleibst du mal stehen. So. Nein. Bleib nicht stehen. Gut. So ist das schön. Guter Junge. Brav. So, zack. Jawohl. Zack, okay. Gut, und deswegen ist es wichtig, von unten unbedingt erstmal abzusichern und ganz ehrlich zu sich zu sein und zu überlegen, ist das jetzt tatsächlich so, dass man gut gehorcht oder mogel ich da ziemlich häufig? Ansonsten ist das genau das gleiche wie von unten. Man fängt erstmal ganz vorsichtig an mit Handzeichen. Sieh, schau mal, und sitz. Sitz, lässt den Hund sitzen und würde ihn dann vor Ort belohnen. Ganz fein. Super machst du das. Prima, ich verzichte jetzt auf Belohnen. Das ist ganz fein. Und leider, sieh, leider. Prima. Und das Gleiche ist, wenn das Pferd jetzt anfängt zu traben, der Hund muss einfach liegen bleiben und frei. Super ist das. Asim, komm dicht. Ja, dicht. Ja, komm hier. Dicht. Asim. Ja, es ist schwer zu üben. Ich rede die ganze Zeit, ne, mein Schatz. Ja, so dicht. Schön dicht. Ja, was meinte ich vorhin mit dem Dicht? Asim, hey. Ja, das will ich nicht, okay? Also ich habe gerade mit ihm gesprochen, er denkt sich, ja, hier riecht es aber gut. Das möchte ich dann nicht, dass er das macht. Deswegen, Asim, komm, jetzt ist, hey, Freundchen. Und das wiederhole ich jetzt. Und komm, dicht, jawohl. Und du bleibst jetzt dicht, ja? Dann ist es vorbei mit der Freundlichkeit, weil dann, jetzt ist aber gut, prima. Dann ist es vorbei mit der Freundlichkeit in dem Moment, weil er sich denkt, nö, ich hole jetzt meine Leckerchen hier. Super, so ist das schön. Asim, reiß dich jetzt zusammen. Jawohl, so ist das fein. Ne? Der denkt sich nämlich auch, die redet da oben. Asim, komm, und jetzt ist Freundchen, pass auf. Ja, gut. Und da muss man wirklich den Anfängen wehren. Der hat jetzt echt Hunger. Der hat einen langen Ressetag hinter sich und trotzdem funktioniert das nicht, dass er sich denkt, nö, ich gehe jetzt hier was essen.
braver Junge. So, jawohl. Und? Achtung. Sitz. Sitz. Schön. Sitz. Mach mal Hände hoch. Fein. Jetzt verbeugst du dich nochmal. Verbeug dich. Verbeug dich. Und wir sind am Ende angelangt. Ich hoffe, Dankeschön. Klatschen Sie ruhig weiter. Das muss der Lehrer halt schon abhören. Dankeschön. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wenn Sie noch Fragen haben, können Sie gerne zum Stand der Österreicher Versicherung kommen. Ich bringe jetzt das Pferd weg und dann komme ich dahin. Und ansonsten haben wir auch ein Buch geschrieben, das heißt Der Reitbegleithund. Ist erschienen im Müller-Mischnikow Verlag. Da sind natürlich viel, viel, viel mehr Dinge drin, als ich Ihnen jetzt so erzählen konnte. Ja. Und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und vielen Dank.